Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Empyrean. Ich bin jetzt weitergekommen. Ich hätte an einer Stelle einfach nur weiter nach unten schwimmen müssen, glaube ich. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ich hoffe, ich komme jetzt von hier aus weiter. Ich bin noch nicht weitergeschwommen, um das zu überprüfen. Aber ich hoffe, wir sind richtig. Und ich hoffe, eines Tages ist die Wasserroute endlich zu Ende. Ich habe nämlich keine Lust mehr auf Wasser. Ich hasse Wasser. Ich meine, das ist die erste Wasserroute hier. Aber sie ist direkt so fies. Das muss halt echt nicht sein. Gastrodon, hi. Tschüss, Gastrodon. Oh, wow. Gastrodon. Gastrodon steckt gut ein. Sehr krass. Okay. Was haben wir hier? Ein Glückskeks, okay. Das ist wohl eine Sackgasse gewesen. Allein, dass es hier Sackgassen gibt, in welcher normalen Wasserstrecke gibt es Sackgassen, das sollte nicht legal sein. Finde ich. Ich finde, es ist illegal, Sackgassen in Wasserstrecken einzubauen. Gibt es hier irgendwas? Ein Item. Das möchte ich gern. Bitte. Oh ja, die Wettereffekte sind weg. Oh nein. Wie soll ich nur ohne meine Wettereffekte leben? Ich weiß es nicht. Wow. Da hat sich die Spezialverteidigung aber gut erhöht. Frosch. Ah. Nett von dir. Nett von dir mit dem Abgesang. Das ist ganz toll. Kommen wir Landhorn schnell genug down, dass keiner down geht? Gut, wir wechseln da mal. Valui macht das. Valui macht ein Erdbeben. Und da das Ding zur Hälfte Elektro ist, macht das gut Schaden. Sehr schön. Okay. Weiter geht's. Ich hasse diese Route. Könnt ihr euch das vorstellen? Ah. Hi. Tschüss. Reicht das? Ja. Das ist nett. Kingler. Reicht das für Kingler? Tschüss, Kingler. Tschüss. Was haben wir als nächstes? Aha, ein Morlord. Reicht das für Morlord? Ich glaube nicht. Nein, Morlord, warum tust du das? So knapp. Okay, damit haben wir den nächsten besiegt. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir sind fast da. Leute, wir haben es bestimmt fast geschafft. Bestimmt. Ich bin mir ganz sicher. Nein, du störst mich. Lass mich in Ruhe. Mach es weg. Ich will endlich wieder an Land. Ich bin schon lang genug auf diesem Schiff. Hey. Boah, das... Eigentlich müsste die Attacke ein One-Hit-K.O. sein. Wenn Wailord auf dich drauf springt, dann ist das ein One-Hit-K.O. In jedem Fall. Egal, was passiert. Das kann nur One-Hit-K.O. sein. Ach, dankeschön. Ich liebe es, wenn mein Angriff erhöht wird und mein Pokémon speziell ist. Dann bringt mir das nicht mal was. Och, Mann! Meganie! Ja, ganz ehrlich. Tschüss, Meganie. Ehrlich. Ja, das war aber last second save, würde ich sagen. Aber wirklich, in letzter Sekunde hast du dich noch gerettet. Ich denke, wir sollten mal die anderen Pokémon auch noch trainieren. Hm. Aber wir hatten jetzt so viel Wasser-Pokémon. Die Arena war Wasser-Arena. Das hier ist nur eine riesen Wasserroute. Da ist es schwierig, die anderen zu trainieren. Ah, fies. Wir müssen jetzt aber erstmal das Pokémon wechseln, das vorne ist. Und weil ich schnell hier durch will, machen wir das so. Ach, dem lassen wir mal noch sein XP-Teiler. Komm schon. Oh, was ist das hier? Das hier ist ja schon wieder so verwirrend. Ist das die Stadt? Checkpoint. Was ist das für ein Checkpoint? Was bedeutet das? Okay. Okay, ich glaube, ich bin angekommen. Out of order. Toll. Okay. Ja, die Route war viel zu lang. Ja, beschwer dich bei der Regierung. Okay.
Wir sind auf der Insel angekommen. Schön. Vorsicht, der Sand ist heiß. Ah. Was? Deine Schwester ist rausgeschwommen und jetzt ist sie... Wo? Was hast du gesagt? Red nochmal. Ich sehe da keine Insel. Deine Schwester ist wohl weg. Ach hier, ich habe sie gefunden. Oh. Okay. Sie ist freiwillig hier, keine Sorge. Ich habe gefragt. Ich habe versucht, ihr zu helfen. Sie wollte nicht. Was soll ich tun? Da kann ich nichts tun. Erkunden wir mal hier die Gegend. Jetzt, wo ich so lange gebraucht habe, um hierher zu kommen. Route 110. Nein. Oh, da ist eine Höhle! Nein, ich komme nicht hin! Was ist das? Interessant. Okay. Mal gucken, ob wir da eines Tages hinkommen. Sehr interessant sieht es auf jeden Fall schon mal aus. Was will der hier? Nix. Er will sich nur beschweren, weil ihm so heiß ist. Hey! Ah, hier heilt sie mich. Sehr nett. Was sagen denn die Leute hier? Ja, niemand ist hier. Okay. Wer ist Kiwi? Kiwi, jetzt habe ich nicht richtig gelesen und ich kann das sicher nicht noch mal. Kiwi, 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 Kiwi. Okay, Kiwi, Kiwi, okay. Okay, wer ist Kiwi, Kiwi? Niemand weiß es, ich nicht. Okay, normalerweise ist es ja voll, aber weil Kiwi, Kiwi nicht da ist, ist es nicht voll. Hä? Hi. Oh, nicht mehr weit bis zum Plateau. Auf dem Plateau geht's bestimmt richtig ab, ich sag's euch. Wir wechseln dann mal. Autsch, autsch, autsch. Wir können gleich wieder heilen gehen, ehrlich. Fies von ihm. Bisschen ungeschickt, dass mein Flug-Pokémon gleichzeitig aber auch eine Schwäche gegen Kampfattacke hat. Also, so ein bisschen ein Problem sehe ich da, aber nur ein bisschen. Also, minimal. Jüngerchen. Autsch. Böses Vögelchen. Das war ja unhöflich. Oh, jetzt lass das doch. Also, ehrlich. Kapilz. Hm. Hätte ich vielleicht besser gewechselt. Jetzt ist auch zu spät. Oh nein, ernsthaft. Ausgerechnet Schlaf. Alles hätte passieren können, außer Schlaf. Okay. Der erste Kampf mit unserem neuen Tornupto. Guckt euch das an. Und weg. Wow, Tornupto hat in seinem ersten Kampf gewonnen. Könnt ihr das glauben? Yay! Nahkampf. Autsch. Tschüss. Gut, wir gehen zurück und heilen eben. Sprintet Miri nicht mehr? Habe ich Sprinten ausgemacht? Oder kommt mir das jetzt nur so langsam vor, weil ich so lange auf dem Wasser war? Lasst mich mal nachgucken. Hm. Aber die sprintet doch nicht, oder? Ich mach doch mal einen Sprinten nochmal. Mit welcher Taste? Ja, ja, ja. Ich bin verwirrt. Ja, wir laufen jetzt 5 Minuten lang im Kreis. Ich hoffe, das ist spannend für euch. Hey. Kannst du mal ein bisschen schneller laufen? Ich weiß auch gar nicht, wie das überhaupt passieren könnte. Wo läufst du jetzt hin? So, wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Werden wir schon rausfinden, was los ist, glaube ich.
Oh, hi. Tschüss. Ich glaube, ich muss mal wechseln, welches Pokémon von ist. Kann man hier über Level 100 raus? Ich vermute mal, so wie die Level momentan schon sind. Wahrscheinlich wird es hier mehr als 100 Level geben. Tschüss. Sehr schön. Wen setzen wir nach vorne? Alle anderen müssen ja ein bisschen auch trainieren. Wobei ich einfach den XP-Teile auch weitergeben könnte. Item, take. Jetzt setzen wir mal Baloui nach vorne. Dann wird er schon. Aha. Hi. Ich wollte dir ehrlich gesagt nicht ausweichen. Ich habe mich hier mit Absicht... Oh, süß. Wir mega entwickeln uns mal. Um ihm zu zeigen, was das soll. Dass ich ihn rausgefordert habe und nicht er mich. Weil so geht das ja nicht, Roserade, toll. Eruption, da ich noch volle KP habe, macht das gut Schaden, würde ich sagen. Sehr schön. Was ist denn hier oben? Hi. Ja, ja, kämpf mal und dann gehen wir weiter. Tschüss oder so. Ist das nicht Unlicht? Ach ja, schön. Schön war's. Schwerttanz. Das ist nett. Krabhammer. Au. Der Krabhammer hat ein bisschen viel Schaden gemacht. Hey, guck mal, das bin ich. Ah, guck mal, das bin wirklich ich. Ey. Ich glaube, es kommt noch ein Erdbeben. Ich hoffe mal. Ja, ja, so läuft das. Tschüss. So muss das. Ich hoffe mal, Baloui one-hitte das. Ja, nee. Ganz knapp nicht. Blöde Robustheit, okay. Das war fies, Leute. Das war fies. Damit kann ja auch keiner rechnen. Oh. Hätte ich mal lieber mir die Mühe gemacht und wäre eins nach rechts gegangen oder eins nach unten. Aber nein. Wie, ich habe gecheatet. Du hast Mega-Entwicklung eingesetzt. Okay. Was? Warum kann ich hier hoch? Okay. Bauen wir einfach so ein sinnloses Ding ein. Ein Nugget. Wenigstens hier hinten war etwas. Das ist doch nett. Wer kommt nach vorne? Naja, lassen wir das mal so. Hi, willst du nicht kämpfen? Warum hast du mich nicht gesehen? Zweimal hättest du mich sehen können. Was ist los mit dir? Oh. Hi. Aha. Das war ja krasser Schaden. Ich hoffe, du bist stolz. Ein Glurak. Klar. Und zuerst das schwache Ding und als nächstes dann, ja, Glurak habe ich auch noch. Es ist, aber mal, gibt es hier nur Mega Glurak X? Ja, nicht sehr effektiv. Oh nein, das hat mein armes Machomai kaputt gemacht. Was soll das denn jetzt noch tun? Mit dem kaputten Angriffwert. Wir bleiben drin. Oh, jetzt ist auch noch verwirrt. Oh nein. Es ist durchgekommen. Unglaublich. Wow. Es ist jetzt aber nur noch drin, dass es down geht. Weil mit der Verbrennung kann es eh nichts mehr. Toll. Jetzt heilt es sich wieder voll. Nee, nicht ganz. Ja, Ampelleuchte reicht auch nicht. Traurig eigentlich, Ampharos. Traurig. Das hat ehrlich um ein KP nicht gereicht. Ist das ein Ernst? Oh, nervig. Ich hoffe, du bist schneller. Weil sonst spritzelt dich das Ding vom Himmel. Okay. Eigentlich muss ich zum Heilen zurück. Gehen wir mal heilen.
Ich hoffe, es ist wirklich nicht so lang, bis wir da sind. Und ich hoffe, bevor die Story weitergeht, bekomme ich meinen Fusionsstein, damit ich mich fusionieren kann mit meinem Tornupto, das ich so sehr liebe, weil ich es schon seit 2 Folgen besitze. So sehr, es ist mir so wichtig. Deswegen fusioniere ich mich damit. Sehr interessant. Oh, hier darf ich rüberschwimmen. Noch 2. Da oben steht auch noch einer sehr seltsam. Ach, hey. Okay. Erdbeben. Okay. Weg damit. Und Level up. Ja, Balui. Volbeat. Oh nein. Oh nein. Ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Volbeat gemacht. Wir hauen da einfach drauf und es ist weg, okay? Dankeschön. Tschüss, Volbeat. Noch mehr Käfer, auf die man draufhauen kann. Box den Käfer weg. Sehr schön, sehr schön. Wenn ihr mal eine Fliege seht und die nervt euch, boxt sie einfach. Geht mit Stechmücken auch. Einfach boxen. Das passt. Ariados, hi. Kannst du irgendwas gegen mich? Ich glaube nicht. Und du bist Gift, also Erdbeben. Sehr schön. Und ein Makago haben wir auch noch. Auch ein cooles Pokémon. Sehr kreative Pokémon. Immer so viele unterschiedliche. Das ist echt cool. Aber blöd, wenn alle so ein bisschen Probleme mit Bodenattacken haben, ne? Da muss man sich nochmal überlegen, was man so in sein Team nimmt. Ist ein Ernst? Nochmal eine Schwäche gegen Boden? Das ist traurig. Ups. Ich habe gecheatet. Du hast lauter Pokémon mit Bodenschwäche ausgesucht. Das ist doch nicht meine Schuld, ehrlich. Das ist doch ihre Schuld, oder? Ich finde, das ist ihre Schuld und nicht meine. Ich habe nicht mehr viele Erdbeben. Okay. Hoffen wir, das reicht auch so. Ja. 2-Hit. Passt. Für mich ist das in Ordnung. Hi. Aha. Weg damit. Was kommt denn da hinten noch? Ich glaube, offiziell müssen wir wahrscheinlich hochgehen. Würde ich jetzt mal vermuten. Aha. Ah, doch, Schwebe. Ich war mir nicht ganz sicher und dachte, wir probieren mal was anderes, aber nein, war keine gute Idee. Und ein... Ah, du. Hast du auch Schwebe? Du schwebst nämlich auch. Das ist illegal. Immer diese Pokémon, die so tun, als hätten sie Schwebe und sie haben eigentlich gar keine Schwebe. Aber sie tun so. Ich habe das Gefühl, Siedewasser auf meinem Sumpex verbrennt sehr selten. Aha, ein Max Potion, okay. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Was ist hier hinten? Ist hier noch irgendwas? Oh, immer diese auffälligen Stellen und da ist dann gar nichts. Ah, ich habe einmal 4 ältere Frauen gesehen, die einen Typ auf die Spitze des Vulkans getragen haben. Ah, eine schöne Geschichte. Nehme ich mal an. Das war nicht nett. Da kommt jetzt die Rache. Die Rache des Machumai. Siehst du, das passiert. Aha, kleine Fee. Aha. Was denkst du, was du tust, kleine Fee? Rückenwind. Nein. Aha, da kommt der Nächste. Was ist los mit dir? Was bist du denn mit diesen ganzen Hirschen? Das ist ein bisschen seltsam, aber okay. Wenn er meint. Aha. Ich denke, sie haben ihn geopfert oder so. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Ah. Leute, bevor wir rausfinden, ob hier wirklich Leute geopfert werden, beende ich hier die heutige Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.